Hallo zusammen. In dem heutigen Video geht es um eine Einführung in die quadratischen Funktionen. Wir haben uns bisher schon mit den linearen Funktionen beschäftigt. Die linearen an sich sind wie folgt aufgebaut. Und zwar hat man dort die Funktion f von x gleich m mal x plus b. Kurze Wiederholung. M beschreibt dabei die Steigung und b den y-Achsenabschnitt. Das wird später nochmal relevant, ein bisschen im Hinterkopf behalten. Bei den jetzigen quadratischen Funktionen geht es darum, dass wir Funktionen haben, die folgenden Funktionstermen aufweisen. Also irgendetwas a mal x hoch 2 plus b mal x plus c. Und je nachdem, was ich hier für Koeffizienten habe, also was ich hier für Werte habe, die als Konstante hier stehen, also das a, das b und das c, verändert sich jetzt diese Funktion. Von einer quadratischen Funktion spricht man deswegen, weil hier in diesem Funktionsterm irgendwo ein Quadrat auftaucht. Solche Funktionen, die ein x hoch 2 haben, sagt man, die haben den Grad 2, weil der höchste Exponent die 2 dort ist. Bei den linearen Funktionen, diese hätten den Grad 1. Dort habe ich nur ein x hoch 1. Nochmal kurz im Hinterkopf gerufen, wenn irgendwas hoch 1 ist, kann man sich das eigentlich auch sparen. Also, neu quadratische Funktion mit dem Quadrat über dem x. So, und für a, b und c können jetzt irgendwelche Werte eingegeben worden sein. Und das möchte ich mal kurz an diesem Beispiel mit euch nochmal durchgehen. Und zwar haben wir hier die Funktion h von x ist gleich minus 3 x hoch 2 plus 2x minus 4. Und jetzt, wenn wir jetzt bestimmen wollen, was ist das a, also was steht praktisch vorm x-Quadrat, dann guckt ihr euch das an und alles, was vorm x-Quadrat steht, also der Koeffizient, der vorm x-Quadrat steht, den schreibt ihr dafür hier bei a auf. Also der erste wäre dementsprechend eine minus 3. Beim zweiten Term guckt ihr auf das 2x. Was steht vor diesem x? Also was ist genau das b, was wir hier haben? Und davor steht die 2, also wäre der zweite Koeffizient die 2. Und für das c guckt ihr auf das letzte, was hier ist. Und das wäre in diesem Fall, statt dem c steht dort eine minus 4. Wenn ihr also die Koeffizienten bestimmen wollt und ihr habt die Funktion schon gegeben, dann müsst ihr tatsächlich einfach nur ablesen. Was steht vorm x-Quadrat? Das ist hier die minus 3. Was steht vorm x? Das ist die 2. Was steht anstelle des c? Und das ist die minus 4. Und diese einzelnen Koeffizienten, die wir haben, die wirken sich hinterher auf die Funktion aus. Wie die sich auswirken, gucken wir uns noch im nächsten Video an. Jetzt geht es um die einfachste quadratische Funktion, um die sogenannte Normalparabel. Und die bildet sich wie folgt. Wenn wir unsere Funktion haben mit a mal x hoch 2, bx und c, also die allgemeine Formel für eine quadratische Funktion, dann würde man bei der Normalparabel für das a die 1 einsetzen, fürs b 0 und für c 0. Das heißt, es wird eigentlich nur das x-Quadrat hier stehen bleiben. Wenn ihr diese Funktion habt, f von x gleich x hoch 2, das ist meistens einfach in der Aufgabe gegeben oder da steht die Normalparabel, dann wisst ihr, das ist diese Funktion hier. Und anhand von der Funktion sollt ihr meistens am Anfang erstmal das Ganze auch mal zeichnen. Also wie sieht das jetzt aus? Bei einer linearen Funktion kennen wir das Ganze schon. Da haben wir einen geraden Strich, der irgendwo startet und der eine bestimmte Steigung hat. Wie jetzt quadratische Funktionen aussehen, ist für uns erstmal neu. Um das Ganze sich veranschaulichen zu können, ist es am einfachsten, ihr macht erstmal eine Wertetabelle. Von wo bis wo eine Wertetabelle gehen soll, das hängt immer von der Aufgabe ab oder je nachdem, was ihr für einen Kontext habt. Am einfachsten ist es immer, ihr macht das Ganze von minus 3 bis 3. Dann hat man schon mal so einen groben Überblick und häufig haut das hin. Ansonsten muss man irgendwie mal in die Aufgabe gucken, ob da noch irgendwas Konkretes steht, von wo bis wo man das machen soll. Also wenn ich jetzt Stundenangaben habe oder so, dann könnte es mal nicht von minus 3 bis 3 sein. Aber um erstmal reinzukommen, machen wir das. So, wie komme ich denn jetzt an diese einzelnen Werte? Für x habe ich jetzt schon mal vorbereitet, wollen wir als erstes mal die minus 3 einsetzen und gucken, was da rauskommt. Also, für jedes x, das wir haben, jetzt ist es hier nur das x hoch 2, setzt ihr jetzt diese minus 3 ein. Dann berechnet man das, indem ich sage, okay, f von
3, weil ich möchte f von minus 3, weil ich möchte die 3 ja einsetzen. Dann wäre das minus 3 hoch 2 und das Ergebnis davon ist 9. Und das wäre schon mal unser erster Punkt. Wir haben jetzt herausgefunden, bei minus 3 und 9 müssen wir gleich den ersten Punkt zeichnen. Das gleiche jetzt nochmal für minus 2. Also, wir berechnen f von minus 2, setzen das für das x ein und steht da minus 2 in Klammern hoch 2. Das Ganze rechnen wir hoch 2, deswegen dürft ihr hier nie die Klammer vergessen. Und da kommt 4 raus. So, wenn ihr das gleiche jetzt für die 1 macht, also für die minus 1, dann habt ihr minus 1 hoch 2, kommt 1 raus. Das Ganze machen wir jetzt weiter, und zwar, wenn ich jetzt die 0 einsetze, 0, oh, was denn da passiert? Also 0 hoch 2 ist 0. Für die 1, 1 hoch 2 ist 1. Für die 2, 2 hoch 2 ist 4. Und für die 3, 3 hoch 2 ist 9. Und wenn ihr euch das Ganze anseht, dann seht ihr jetzt schon, ja, sowohl bei der minus 3 als auch bei der 3 kommt jeweils 9 raus. Genauso bei der minus 2 und 2 und bei der 1 und minus 1. Also werden die Werte sich wohl irgendwo spiegeln. Wir haben sowohl für die negativen Werte als auch für die positiven Werte haben wir bei der Normalparabel die gleichen Ergebnisse, wenn wir es einsetzen. So, und wenn ihr das Ganze jetzt einmal zeichnen wollt, dann macht ihr euch ein Koordinatensystem. Ich habe jetzt hierbei ein Kästchen für eine Einheit genommen. Ihr könnt allerdings genauso gut auch zwei Kästchen für eine Einheit nehmen. Das ist völlig euch überlassen. So, unsere Punkte, die wir rausgefunden haben. Minus 3 und 9 ist jetzt eine Koordinate. Also geht ihr auf der x-Achse minus 3 nach links. Und weil wir 9 rausgefunden haben für f von x, also fürs y, geht es 9 nach oben. Und das heißt, hier kommt dann das erste Kreuz hin. Dann als nächstes haben wir herausgefunden minus 2 und 4. Auch hier auf der x-Achse jetzt minus 2 nach links und 4 nach oben. Dort muss das nächste Kreuzchen hin. Dann geht's weiter. Für minus 1 habt ihr insgesamt die 1 rausgefunden. Also auch hier wieder ein nach links, ein nach oben. Dort kommt das nächste Kreuzchen hin. Dann bei 0, 0 geht es keinen nach links oder rechts auf der x-Achse, keinen nach oben oder unten auf der y-Achse. Also genau im Ursprung wird das Kreuzchen gesetzt. Ja, und auf der rechten Seite geht es genauso weiter. Bei 1, 1, bei 2, 4 und bei 3, 9 kommen die Kästchen. Das Ganze zu verbinden, da gibt es natürlich viele gute Möglichkeiten, ob man das mit einer Schablone macht. Ich versuche das einfach aus der Hand heraus zu verbinden, und da zeichnet ihr dann eine Kurve, in der ihr möglichst alle Punkte aufnehmt und keine Zacken da rein macht. Also das Einzige, was ihr wirklich nicht machen dürft, ist das mit einem Lineal zu verbinden. Dann habe ich immer so komische Abschnitte, die gerade sind. Das wäre falsch. Ja, und schon habt ihr die Normalparabel gezeichnet. Das Ganze war jetzt schon die Einführung in die quadratischen Funktionen. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, etwas, was offen geblieben ist, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare. Und ansonsten machen wir beim nächsten Video weiter damit, wie man diese Normalparabel jetzt verschieben kann und wie man das auch anhand der Funktion erkennen kann. Alles klar, macht's gut. Ciao.